the mind can lie, and mind mostly lie, but the body never can lie. My work, I've used the female body both as a sensual entity, but also a political space. When I need to perform an idea, I'm overgoing things, okay? It's like a ritual. And it's not pleasant. I think I trust my body more than I trust my mind. Ich glaube, dass der Kopf das Innenleben und die Verfasstheit wiedergibt. Deswegen habe ich mich immer ausschließlich auf den Kopf und das Gesicht konzentriert.